liebe Pokémon Hardcore-Freunde und willkommen zu unserem wundervollen Part, in welchem wir heute herausfinden werden, wo die verdammte Drachenhöhle ist. Ich meine, das ist eine Sache, die ich habe gerade nachgeschaut wieder und mir wurde gesagt, ich kann in der Drachenhöhle gegen, wie war sein Name? Im Moment ist es eigentlich egal, gegen wen ich da kämpfen kann, aber da gibt es auf jeden Fall noch was. Sammeln wir mit der Drachenhöhle vielleicht die Scheiße hier gemeint? Johto, Eispfad, Dunkelhöhle. Nee, das ist Ebenholz City, aber ist das bei Ebenholz City nicht die Fackhöhle? Hey, da sind die Boys, Entei und Raikou. Was geht ab, Jungs? Wo können die Drachenhöhle sonst noch sein? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist ja? Nein, nein. Nein, nein, nein. Ich meine, hier, das ist der Silberberg, das ist ja nicht die Drachenhöhle. Okay, pass auf, folgendes. Wir haben jetzt zwei Pläne, was wir machen können. Wie immer, meine Pläne müssen immer mit einer Zahl aufgelistet werden. Dann müssen sie insgesamt aufgelistet werden. Plan Nummer 1. Wir gehen nach Ebenholz City und schauen, ob vielleicht die eine Höhle da drüber gemeint ist. Ich meine, das scheint mal eine Drachenhöhle zu sein. Und Plan Nummer 2. Wir werden den restlichen Weg von der Zinnoberinsel zu der Stadt da ganz rechts noch uns durchkämpfen. Denn da können wir noch ein paar Level-Ups mitnehmen und das würde uns ganz ungemein helfen. Ich weiß, es ist unglaublich spannend. Wir können theoretisch schon zum letzten Arena-Leiter, aber er hat halt einen 60er-Schnitt. Glaube ich. Ich meine, es war so ein 60er-Schnitt. Aber dafür sind wir noch nicht bereit, versteht ihr? Deswegen, ne. Da würde ich doch ganz gerne noch ein, zwei Level-Ups mitnehmen. Das da oben war doch die Drachenhöhle, oder nicht? Das ist das Tiefblau, Alter. Ich möchte sowas von Surfer einsetzen. Fuck. Fehlen die Worte. Ich wollte doch nie in meinem Leben so sehr Surfer einsetzen wie jetzt in diesem Moment. Und dann kam wildes Pokémon. Oh, es ist Sackboy Junior! Ja, ich werde ihn nicht fangen. Weil ich schon Sackboy Senior habe. Dementsprechend, fick dich, kleiner Mann. Fick dich. So. Hier. Das ist doch. Drachenhöhle! Drachenhöhle. Okay. Was gibt's denn? Hä? Muss ich da vielleicht erst später hin oder so? Kann das sein? Ich habe nicht gerade so das Gefühl, dass hier noch kein Kampf auf mich wartet. Hier scheint es aber einen zu geben. Das habe ich des Öfteren. Wurde mir das Öfteren gesagt. Ich glaube, wir können da noch nicht hin. Kann das sein? Wisst ihr was? Beantwortet mir die Frage gar nicht erst. Ich werde es sowieso gleich herausfinden. Und wenn ihr sie beantworten wollt, dann merkt euch meine Worte. La 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 la, ich höre nicht zu. Oh mein Gott, er ist da. Na, was ist los? Bist du gekommen, um mich beim Training zu begaffen? Ja. Tja, jetzt laufe ich schon den weiten Weg, um hier ein paar Geheimtricks zu holen. Und dann das. Dieser Pseudo-Weise hat mir gar nichts beizubringen, außer ein paar Sprüchen. Dann trainiere ich eben hier meine Pokémon, wenn mir sonst nichts bleibt. Oh, shit. Es sind die Boys und die Girls. Sag ein Grüße, Opi, mein Lich und ich. Oh, ich kenne dich doch aus der Team Rocket Basis. Du hast dich wohl bis jetzt versteckt. Diesmal mache ich dich alle. Los, kämpf mit mir. Ruhig Blut, kein Grund gleich so zornig zu werden. Ich warne eine. Entschuldige mich für mein Verhalten. Aber wenn es ums Kräftemessen geht, bin ich niemals abgeneigt. Ah, ich habe eine Idee. Wie wäre es mit einem Kampf gegen 2 gegen 2, wenn wir schon einmal alle hier sind? Da, wäre klar. Du siehst ein, dass du allein gegen mich keine Chance hast. So würde ich es nicht ausdrücken. Ein Kampf zu viert scheint mir einfach vergnüglicher. In Ordnung. MOP-Männlich, gibst du mir erneut die Ehre? Ja, ich bin auch da. Machst du Witze? Siehst du, dann zieh dir erstmal was Anständiges an, bevor ich mit dir kämpfe. Oh! Und er hat sich einfach zur Seite geschubst. Was zum Fick? Also. Er hat gesagt, zieh dir erstmal was Anständiges an, bevor ich hier nicht kämpfe. Und dann hat er sich zur Seite geschubst. Fucking Plopf. Herr Mopi Männlich, komm du und mein Team, zeig diesem Siegfried, wie man es richtig macht. Ich würde es ja doch bevorzugen, wenn du dir vorerst was Anständiges anziehst, wäre es mein guter Plopf. Oh, fuck. 68! Und das ist ein Flauschi! Okay.
Okay. Hey, ist ja was? Fuck, wir müssen jetzt erstmal Lucario one-hitten. Oh nein, oh bitte, sei paralysiert. Bitte, 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 bitte. Shit. Abgesang. Das ist eine Nasloch-Challenge, ist jetzt bewusst. Auf sowas zu machen, bitte. Ja, greif das Raichu an! Das heißt, wenn das Raichu down ist, bin ich am Arsch, weil... Das wäre relativ problematisch. Seine Verteidigung sinkt! Okay, wundervoll. Das bedeutet, Sackboy sollte ohne Probleme in der Lage sein, fucking Lucario auszuschalten. Und dann sollte ich eventuell meinen Sackboy auswechseln, denn Abgesang ist immer noch aktiv und er ist relativ unangenehm. Okay, wir haben das erste von 6 Pokémon erledigt. Okay. Warum hat mich niemand gewarnt, dass ich viel zu schwach für den Kampf bin? Oh, fuck! Warum hat mich niemand gewarnt? Schlängli ist eine ganz schreckliche Idee, fällt mir gerade so auf. Schlängli ist eine sehr schreckliche Idee. Ah, oh, Verteidigung sinkt, okay. Das Problem an Schlängli... Oh, paralysiert! Das Problem an Schlängli ist nämlich, dass Surfer alle trifft. Das ist nicht so optimal. Drachenpuls, oh shit. Oh nein, 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 oh nein. Oh. Oh, Bedroha, sehr schön, 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 sehr schön. Ich denke, wir machen Anziehung auf Altaria. Das Problem ist nur mit Abgesang. Ich werde auf jeden Fall, wenn Abgesang jetzt dann am Ende steht, werde ich auf jeden Fall vermutlich mein Pokémon auswechseln, was die Frage ist, warum ich jetzt überhaupt Scheiße von gerade eben gemacht habe. Magensäfte macht doch... Macht doch nicht mal Schaden. Abgesang steht bei 1. Okay, das bedeutet, wir werden... Haufen Schaden. Schlurpleck! 75! Oh Gott! Okay, wisst ihr was? Wir müssen ganz dringend dieses fucking Panferno loswerden. Schlupfleck wird wahrscheinlich Walzer drauf haben. Panferno hat Feuerangriffe. Das heißt, ich kann weder Blumpuffy noch Oh Shit reinschicken. Halt, wir schlängen die erstmal auf. Wenn Honig Lady dran glaubt, dann... Was soll ich sagen? Das ist ein fucking Schlurpleck auf Level 75. Dann wird es wohl so sein. Vielen Dank für deinen Einsatz, Honig Lady. Das weiß ich sehr zu schätzen. Oh shit, Flammenblitz. Oh nein! Okay, Plopf ist bei seinem letzten Pokémon. Glaube ich. Aber ich habe alle 6 Pokémon. Das heißt, das ist eigentlich eine gute Sache soweit. Fuck, wenn Panferno Flammenblitz macht, dann wird es damit mein... Das mache ich gegen das Panferno am besten. Ich weiß es doch nicht. Ich schicke nur die raus. Los, Nudi! Schluck. Ein Schluckwäch auf Level 56. Das ist jetzt nicht der heiße Scheiß. Ganz ehrlich. Wie stark ist Ausbringend von Schlurpleck? Oh Gott! Sei vergiftet. Oh mein Gott, wenn es vergiftet wäre, das wäre, glaube ich, ziemlich fancy. Er ist nicht vergiftet. Ah, jetzt ist paralysiert. Das heißt, wenn Panferno nicht irgendeinen Schwachsinn macht. Oh, Panferno, mach bitte keinen Schwachsinn, du bist paralysiert, behalte das im Hinterkopf. Yes! Okay, pass auf, folgendes, wir machen jetzt einfach mal einen Hypertrank auf Nudi. Nein, doch, nein. Shit, ich weiß nicht, was ich machen soll am besten.
Och, ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich machen werde. Pass auf, wir gehen auf Oh-Oh-Shit, denn Oh-Oh-Shit hat noch einen Psycho-Angriff. Dann versuchen wir definitiv, dieses fucking Panferno los zu werden. Denn wenn das Panferno so weit weg ist, sollte ich relativ gefahrlos Oh-Oh-Shit rausschicken können. Nicht Oh-Oh-Shit, sondern Blue Puffy. Oh mein Gott, diese Matschbombe war lächerlich stark. Okay. Oh-Oh-Shit kann sich nicht zurückziehen. Blattgeißel. Oh mein Gott, ich bin so vorsichtig. Oh-Oh-Shit draußen hab gerade. Ich bin so dermaßen froh. Okay, Blumpuffy würde ich ganz gerne dann Egelsam auf Schnurrbleck machen lassen. Dann sollten wir das Ganze doch irgendwie gebacken bekommen. So, Panferno soweit auf jeden Fall schon mal down. Puh, okay. Noch ein Pokémon von ihr. Und dann bleibt nur noch Siegfried-Action. Hey, Level 52 für Sackboy. Oh, Nahkampf! Nahkampf ist absolut perfekt. Absolut, absolut, absolut perfekt. Ja, komm, hauen wir das weg. Nahkampf ist genau der Shit, den wir brauchen. Schlinge ich Level 55, sehr schön. Oh, gute alte Matschbombe, komm schon. Wie viel Schaden? Ja, ist okay. Paralyse kann nichts machen, wundervoll. Und ein Scaraborn. Scarabarb ist glücklicherweise der absolut perfekte Gegner für mich. Wir überlassen nichts dem Zufall, wir machen einfach... Ja, was auch immer, es macht nicht viel Schaden. Bis gerade mal auf Level 56. Für wen hältst du dich, Scarabarb? Wir machen einfach Läuterfeuer. Oh, von deiner Verteidigung ist gesunken, du Dummbatz. Läuterfeuer hat eine höhere Trefferquote als Feuersturm und dann... sollte dieses Scarabarb eigentlich down sein. Ich sehe kein Szenario, in dem es das überlebt. Es ist nur ein dreckiger, kleiner, stinkender Mistkäfer. Davon rede ich. Okay. Das wiederum bedeutet, wir kommen jetzt in die interessante Phase. Nämlich in die Phase, in der nur noch Schlurpleck lebt. Puh. Obwohl ich jetzt wirklich unglaublich gerne Sackboy einsetzen würde, habe ich doch das... Was soll denn das? Was ist dein Problem, Schluckweg? Fick dich doch mal. Okay, ich mach... obwohl ich unglaublich gerne... Ja, wie heißt es denn? Genau, Sackboy einsetzen würde für diesen Kampf, muss ich doch noch ein bisschen vorsichtiger sein. Denn es kann noch alles schrecklich schief gehen. Ich denke, eine Runde Egelsamen für den Anfang sollte nicht verkehrt sein. Oh, fucking Schluckweg. Überlebst du das? Du überlebst das. Du bist tanky. Gerade mal so überlebt. Ach du Scheiße. Okay. Warum hat mich niemand davor gewarnt, dass dieser... Okay, niemand hat mir gesagt, dass ich hier hingehen soll, möchte ich auch mal anmerken. Die Sache nicht, Leute haben mir gesagt, dass beim letzten Mal, das war noch nicht der letzte Kampf gegen Plop, weil irgendwie mein Titel sowas war, von wegen letzter Kampf gegen Plop. Haben sie gesagt, hey, der Drachenhöhle gibt's da noch was. Dann dachte ich mir jetzt, ja gut, dann erledigen wir das. War keine gute Idee. Horiyama! Bombe, sehr schön. Gemeinsam bekommen wir es down. Und mit gemeinsam meine ich, es war mir eine Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Plopf. Es war mir eine Ehre. So, er wird jetzt eine Top-Genesung ein... Oh, kein roter Bereich, okay. Kein roter Bereich bedeutet. Unter Umständen. Könnte ich jetzt noch... Okay. Schlurpleck wird das nicht überleben. Oh mein Gott! Wir haben ein Level 75 Schlurplecke erledigt irgendwie. Fuck. Okay, was haben wir jetzt nächstes? Komm schon, sag, was du als nächstes hast. Ein... Ach ja. Ich erinnere mich. Der Saltaria ist ja auch noch da. Ah, oh, was wollen wir dagegen denn am besten? Ich muss auf jeden Fall rauswechseln. Das Problem ist, ich würde am liebsten zu Nudi wechseln, aber... Nur die ist nicht in der Verfassung dafür und Sackboy kann ich nicht drin lassen. Bin relativ sicher, wenn das Altaria irgendwelche beschissene Flugangriffe kann. Oh shit, Altaria ist nicht mehr paralysiert oder so. Oh fuck. Altaria setzt Drachenpuls ein. Da finde ich nicht ganz so nett. Ah, ist okay. Ja, wir bekommen das hin. Wir machen erstmal Egelsamen. Oh nein.
Oh nein, 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 oh nein. Okay. Sagen wir mal, das ist nicht optimal gelaufen. Okay. Ich denke, ich werde jetzt als nächstes direkt mir einen geilen Hypertrank gönnen, um damit Nudi. Weil der hat Altari überhaupt irgendwelche physischen Angriffe. Es hat Abgesang, Drachentanz, Drachenpuls und. Ja, das ist Abgesang. Okay, das heißt, du wirst dann Altari wieder rauswechseln in 3 Runden. Das ist relativ scheiße. Denn tatsächlich habe ich es gerade erst angepflanzt mit meinen Egelsamen. Abgesagt ist bei 3, okay. Gehen wir auf Nudi. Und dann würde ich sagen, wir setzen einfach mal eine geschmeidige Donnerwelle ein. Und dann Drachenpuls. Ja, Drachenpuls ist speziell. Das heißt dann, Drachenpuls ist aber ziemlich stark. Komm schon. Oh mein Gott, okay. Ich wollte gerade sagen, das ist relativ scheiße, dass jetzt ziemlich genau die Hälfte gemacht hat. Aber Egelsamen gleicht das komplett wieder aus. Donnerwelle. Ja, du machst den Drachenpuls, das sehe ich schon, das sehe ich schon, das sehe ich schon. So, wenn es von der Donnerwelle getroffen wurde, dann ist es auf jeden Fall auch langsamer als meine Pokémon. Und dann sollten wir schon auf einem ziemlich guten Weg sein. Okay, Altaria. Er wird eine Top-Genesung einsetzen, sehe ich das richtig? Okay, er wird seinen Altaria auswechseln. Das sehe ich auf jeden Fall richtig. Das heißt, wir werden einfach einen Hypertrank einsetzen. Damit Nudi wenigstens wieder voll geheilt ist. Wen wirst du reinschicken für deinen Altaria? Wen schickst du rein, Tia? Pixie. Du bist krank. Du bist krank, Tia. Weißt du das? Du bist krank. Warum tust du das, Tia? Warum tust du das? Du weißt genau, was mir diese Pokémon bedeuten. Und trotzdem setzt du sie alle mit purer Absicht gegen mich ein. Zuerst Altaria und jetzt Pixie. Und dann als Bonus noch mein absolutes Hass-Pokémon. Du bist krank, Tia. Du bist krank! Okay, ist paralysiert. Das Problem ist nun, dass ein Pokémon wie dieses potenzielle Oh-Shit es absolut unberechenbar ist. Das heißt, wir wissen nicht, was passiert. Es könnte sich mit Metronom selbst in die Luft sprengen. Gleichzeitig könnte es sich mit Metronom selbst in die Luft sprengen. Die Möglichkeiten sind, haben keine Grenzen. Versteht ihr? Es kann alles passieren. Oh Gott, es geht los! Oh. Das ist okay. Das war verdächtig viel Schaden für eine ganz normale Verfolgung, möchte ich mal anmerken. Aber es ist auch auf Level 68. Ach, shit! Hör auf, Comprimator einzusetzen! Okay, der Comprimator gefällt mir überhaupt nicht aktuell. Der gefällt mir... Moment. Du willst Comprimator einsetzen. Blupuffy hat einen Angriff mit einer 100%igen Trefferquote. Einer, der immer trifft. Das ist falsch, du kannst nichts machen. Ja, weißt du was? Ich denke, der Kampf gegen, dieses... Kann ich Egelsamen machen? Oh, Egelsamen getroffen! Okay, damit sollte dieser Kampf soweit beendet sein, außer es kommt... Rückentzug. Das ist, glaube ich, eine Sache, die mir absolut missfällt. Okay, wie es aussieht, kann ich Blupuffy nicht aus diesem Kampf mehr zurückziehen. Blupuffy wird jetzt wohl bis zum Ende kämpfen. Sollten wir Blumpuffy vielleicht ein bisschen Wachstum genehmigen, damit es ein bisschen stärker werden kann. Hör auf, mich zu Duplex 7. Au. Ja, macht die Säule viel Schaden, okay. Aber ist ja, das ist irgendwie ein bisschen deprimierend, dass mein Oh Shit S den gleichen Movepool hatte, wie dieses Level 68 Pixie. Es lernt einfach nichts mehr. Aber wisst ihr was? Meine Oh Shit S, nee, es hatte besseren Movepool, es konnte Kopfnuss. Außerdem war es erstens mal seine Locke war sehr viel geschmeidiger und besser gepflegt mit einer wohlgeformteren Rundung. Und zum anderen war es stärker als du, okay? Mein Oh Shit S hätte deins
zerstört. Jetzt wurde er wiedergeboren als ein Gott. Dementsprechend, ich muss hier niemand mehr was beweisen. Bringen wir es einfach um. Was ist das Zauberblatt? Oh nein, wo kommen nur diese magischen Blätter her? Das weiß niemand so genau. Paralysiert, kann nichts tun. Ja, dieser Kampf dürfte relativ beendet sein. Bitte kein roter Bereich, bitte kein roter Bereich, bitte kein... Shit! Oh, keine Top-Genesung! Vielleicht haben sie keine, weil es ein 2 gegen 2 Kampf ist. Okay. Pixie ist down. Das heißt, bleibt nur noch ein Pokémon, Leute. Dann haben wir den Champ besiegt. Ein Altaria. Oh, es verhält sich von Statusveränderungen, wenn es ein- und ausgewechselt wird. Abgesang. Du willst uns also beide mit in den Tod reißen. Altaria. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Das war ein großer Fehler. Das hättest du nicht machen sollen. Dieser Kampf ist gelaufen. Entweder du wirst jetzt in den nächsten zwei Runden mein gesamtes Team vernichten, oder... Hör auf damit. Hör auf damit. Entweder wirst du in drei Runden mein gesamtes Team erledigen oder du bist down. Oh mein Gott. Okay. Für die richtige Stimmung lassen wir den Regen vom Himmel fallen. Denn heute ist ein finsterer Tag. Es ist keine Zeit zum Feiern. Heute wurde der neue Champ endgültig gekrönt. Ich bin der neue Champ. Ich. Ich habe diesen Scheißkampf gewonnen. Oh, Leiterin Thomas. Was sagst du dazu, Sandra? Hast du uns zugesehen? Oh, was soll ich ein? 22.200 Poké-Dollar. Genau wie ich es mir dachte. Gemeinsam seid ihr wahrlich formidable Gegner. Sicher, es ist nicht verkehrt, wenn ihr weiterhin für euch allein nach Stärke und höheren Zielen strebt. Allerdings solltet ihr euch bewusst sein, dass dies nicht alles ist, was die Freude am Pokémon-Kampf ausmacht. Aber nun, das muss ich wohl nicht erst eigens in Worte fassen. Ich bin mir sicher, ihr habt es bereits selbst eingesehen. Also dann, MOP-Bandlich, auf ein baldiges Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Ich brech dann auch auf. Aber ich meine, unser Kopf hat mir viel Spaß gemacht. Und unser ebenfalls mein ungehobelter Freund. Soll mir Freunde wert. MOP-Bandlich, irgendwie hat diese Geschichte einen seltsamen Verlauf genommen, das könnte man sagen. Das ist anders gelaufen als gedacht. Aber denke jetzt ja nicht, ich hätte meinen Plan nicht zu besiegen an den Nagel gehängt. Sobald meine Pokémon, doch ich, stärker geworden sind, dann stelle ich mich dir wieder in den Weg. Verlass dich darauf. Jawohl! Den sehen wir nie wieder. Mike! Willst du mir gratulieren? Mike, aber parat, wie geht's? Ich glaube, mein Puzzle ist stärker, als ich dachte. Ich bezweifle, dass ich jemals einen Puzzle sehe, ist besser als meins ist. Und er legt wieder auf. Okay, cool. Cool. Hätten wir es also auch geklärt. Ach du Scheiße. Warum zum Fick? Erstmal, ich möchte mal anmerken, ich hatte übrigens keine Ahnung, dass dieser Kampf, dass es den gibt. Und zum anderen, warum hat niemand von den Leuten, die mir gesagt haben, dass ich da nochmal gegen Plopf kämpfen kann, beziehungsweise mit Plopf kämpfen kann, warum kam niemand auf die Idee, mir einfach mal zu sagen, dass ich da vielleicht nicht hingehen sollte? Weil dein Pokémon auf Level 75 ist! 75! Aber gut. Wer bin ich, um mich über sowas zu beschweren? Ja, wir müssen noch ein neues Teammitglied für uns suchen. Aber wisst ihr was? Nicht Alabastia. Ich glaube, ich bin bereit für die Arena, ehrlich gesagt. Nennt es Übermut, nennt es Arroganz. Ich glaube, ich bin bereit. So, aber vorher gehen wir noch unser Pokémon ersetzen. Hallo, PC! Oh Gott, dieser Kampf. Dieser Kampf, er war schrecklich. Pokémon bewegen. Wen nehmen wir denn für die VMs mit? Was wäre ein gutes Pokémon für VMs? Ja. Ja. Ja, ja, doch, 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 das nehmen wir. Entschuldigung. Ich meine natürlich Hohenweißel. Honig Lady.
Du bist ein großartiger Kämpfer. Geh auf den Friedhof. Geh auf den Friedhof. So, und für unsere VM haben wir jetzt Deox. Das Pokémon, das atmet. Und bevor ihr jetzt sagt, das kannst du doch nicht einfach ins Team nehmen. Doch kann ich, weil es auf Level 10 ist. Seht euch die Werte an. Es würde uns im Kampf sowieso nichts bringen. Es hat Wickel und Nachtnebel als Angriff. Nachtnebel macht 10 KP Schaden und Wickel noch weniger. Das heißt, ich darf Deox durchaus für meine VMs verwenden, wenn ich das möchte, okay? Das möchte ich mir nicht nehmen lassen. Und so habe ich letztendlich doch noch Deoxys ins Team genommen. Auf Level 10. Und ohne, dass es kämpfen wird. Aber es ist da. Es wird uns mental unterstützen. Nein, wisst ihr was? Ich bin noch nicht fertig. Es gibt noch eine Sache, die wir machen müssen. Oh, Moment, wir brauchen vor allem Fliegen. Das ist gut, dass wir Deox schon dabei haben. Hey Deox, du willst mich fliegen, habe ich gehört. Vor allem fliegen. Fliegen, einfach mal beibringen. Ja, bitte. Deox erlernt fliegen. Falls ihr vergessen habt, alle Pokémon können alle VMs lernen. Was ich gemacht habe, damit ich in eine Situation komme, wo ich das Spiel nicht mehr weiterspielen kann durch die Nuzlocke-Challenge. Zinnoberinsel? Nee, ich will nach Fuxania City. Ich glaube, es geht auf dem Weg nach Vertania City, oder? Wie auch immer. In Fuxania City müsste doch hier unten... Hier waren noch die Steinchen, oder? War das hier? Nein, war es... War das hier? Nein, war es nicht. Fuck, wo waren die Steine? Was bei Mamoria City irgendwo? Warte mal. Da fällt mir ein, wir können ja noch eine Sache erledigen. Fuck, wenn wir schon dabei sind. Und zwar muss hier irgendwo noch einen alten Mann geben. Ich meine, wenn wir schon mal in der Gegend sind, ist mir eingefallen, was noch eine Sache ist, die mir auch des Öfteren gesagt wurde, die ich vielleicht noch erledigen sollte. Alter Mann! Ich suche einen alten Mann. Habt ihr einen alten Mann gesehen? Einen alten Mann? Also wirklich, wirklich alt. Der sieht ziemlich alt aus. Hallo, alter Mann! Ganz weg von Johto bis hierher gekommen, jetzt noch nicht jung, weil ich auch eine Trainingsreise nach Johto unternommen. Du erinnerst mich an mich selbst als junger Mann. Hey, Seite mal, ich damals Johto gefunden, das gehört dir. Silberflügel! Das bedeutet, damit können wir theoretisch Lugia aufsuchen, wenn wir das wollen. So, waren diese... Ja, die waren hier, okay. So, wenn mich nicht alles täuscht, sollte ich doch hier... Wird beim Meteorit wird Verteidigung, das ist bestimmt Pokémon erhöht. Okay. Initiative erhöht. Wird der Angriff als bestimmt Pokémon erhöht? Ne, wisst ihr was? Ich will die Verteidigungsform. Ja, wir haben Buff Deox. Fuck. So muskulös. Mir fehlen fast die Worte. Cool. Ich dachte mir, das sollte ich noch erledigen. Aber gut, liebe Leute, ich würde sagen, wie es ganz weitergeht, sehen wir wohl im nächsten Part von der Pokémon The Heart Gold in der Randomizer Nuzlocke Challenge, in welchem wir uns in die letzte Arena begeben werden. Das wird ziemlich aufregend. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.